und herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil meiner Motorradreise nach Albanien. Ich will heute nach Dubrovnik in Kroatien, allerdings nicht auf dem direkten Weg, das wäre zu kurz. Ich möchte ja auch die Kotor-Serpentinen befahren und mir von oben die Aussicht anschauen. Dass ich dann bis zum Slansko Jezero gefahren bin, hängt mit einer Baustelle zusammen. Und dass ich dort nicht über Bosnien nach Dubrovnik bin, da haben Regenwolken Schuld. Der Sturm in Kotor hat sich irgendwann in der Nacht verzogen. Ein paar Nachwirkungen sieht man aber auf der Straße. Es ist Sonntag. Es ist Gott sei Dank noch sehr leer, kein Verkehr. Der Ausblick schon während des Befahrens ist so grandios, man könnte die ganze Zeit anhalten und schauen. Es sind viele Serpentinen, die in der einen Fahrtrichtung den Blick auf die Bucht zeigen, auf der anderen dann die Adria. Oben angekommen sind doch schon ein paar Busse unterwegs. Die Aussicht ist fantastisch, sehr beeindruckend. Man überblickt die gesamte Bucht und die Berge, wunderschön. Ich gehe auf die P15 ab, die gerade neu gebaut wird. So verpasse ich den Abzweig zur P23 und komme bis zum Slansko Stausee. Auf der M6 könnte ich über Trebinje in Bosnien nach Dubrovnik fahren oder über die P11 wieder zurück zur Bucht und dann an der Küste entlang. Regenwolken, die aus Montenegro Richtung Bosnien ziehen, nehmen mir die Entscheidung ab. Das heißt, ich fahre über die P11 bis Lipci und an der Küste weiter nach Kroatien. Ein paar Regentropfen erwische ich doch noch, aber ansonsten ist wieder schönes Wetter. Allein die nasse Straße verrät, dass es geregnet hat.
An der Grenze muss ich eine halbe Stunde warten. Nicht wegen mir. Die Papiere zu kontrollieren dauert gerade mal eine Minute. Aber es war eine größere Schlange vor mir. Ich nähere mich Dubrovnik und muss schon sagen, dass mich diese Stadt beeindruckt. Sieht wahrlich imposant aus. Ein kleines enges Sträßchen führt hoch nach Bosanka. Will dort einen besseren Blick auf Dubrovnik erhaschen. Geil. In Dubrovnik nehme ich mir ein Airbnb. Von dort komme ich in ca. 30 bis 40 Gehminuten zur Altstadt. Die Stadt ist ziemlich beeindruckend. Die Festungsmauern, die ganzen Gemäuer, alten Gebäude. Aber auch ziemlich, nein, sehr teuer. Habe mir ein Eis mit 3 Kugeln gegönnt. 12 Euro. Oh, das Eis war lecker. Habe es gemütlich am wunderschönen Hafen geschlürzt. Aber 12 Euro, okay, das ist unreal. Um auf die Stadtmauer zu gelangen, sind 35 Euro fällig. Das billigste Essen, das ich in den unzähligen Restaurants finden kann, ist eine Pizza Margherita für 18 Euro. Sorry Dubrovnik, du bist wunderschön und ich bereue es nicht, dich gesehen zu haben, aber das war es dann auch. Ich kaufe auf dem Heimweg in einem kleinen Kaufladen ein und koche mir selber was. Mein nächstes Ziel ist Split und ich fahre einfach an der Küstenstraße entlang, wobei ich noch den Biokovo Nationalpark besuche und zum 1762 Meter hohen Sveti Juri hochfahre. Ich verabschiede mich an der Franco-Dutschmann-Brücke von Dubrovnik und fahre an der Jadranska Magistrale entlang. Früher musste man ein kleines Stück durch Bosnien durch, aber Kroatien hat eine Umgehung geschaffen, um auf dem eigenen Staatsgebiet bleiben zu können. Hierfür quert man die beeindruckende Beljesak-Brücke. Das Neratva-Delta gehört zu den fruchtbarsten Gebieten in Kroatien und spielt daher eine große Rolle für die Landwirtschaft. Man fährt einige Zeit zwischen Neratva und der Adria, bevor man sie über die Rogotinski-Brücke überquert. Verlasse ich die Küstenstraße und fahre die D512 zum Eingang des Biokovo Nationalpark. Der Eintritt von 8 Euro sind gut angelegt, denn es lohnt sich absolut, dort hochzufahren. Okay, das Wetter ist genial. Wenn es regnet oder neblig ist, dann kann man es natürlich auch sein lassen. Die Straßen sind sehr eng, man muss gegenseitig Rücksicht nehmen und an den Ausweichstellen warten, was aber hervorragend funktioniert.
Am Skywalk sind nur noch zu viele Leute. Fahre erstmal zum Sveti Jure hoch. Was für eine Landschaft, was für ein Blick, ja der Hammer. Die Straße ganz oben ist sehr steil, viel steiler als es die Kamera zeigt. Aber der Rundumblick hier oben ist unbezahlbar, ich kann mich gar nicht satt sehen. Ja, ich halte ja schon die Klappe, schau doch einfach selbst. Beim Skywalk passiert mir ein Missgeschick. Ich mache meine Videokamera aus, anstatt an, als ich über die Glasflächen gehe. Fuck. Ich bin aber rüber, habe es als nicht so schlimm empfunden. Hängebrücken, wie die zum Beispiel in Holzgau im Lechtal, finde ich viel schlimmer. Omnis sieht auch sehr schön aus. Der Fluss Cetina hat sich da einen Canyon gegraben. Endstation für heute ist der Campingplatz Stobreč in Split. Gehe lecker essen und genieße den Blick auf das Meer mit einem kühlen Bier.
Nachdem ich die ganze Zeit an der Küste entlang gefahren bin, will ich heute mal an der Autobahn entlang, um Kilometer zu machen. Allerdings verlasse ich diese bei Rovanska, um doch wieder an der Küstenstraße bis Rijeka zu fahren. Ich verlasse Kroatien und mache Halt beim Camping Plana in Slowenien. Ich genieße es, gemütlich auf der Autobahn entlang zu cruisen. Damit ist allerdings auf einmal Schluss, als der Wind anfängt zu blasen. Aber wie? Schlimm sind vor allem Brücken und mein Motorrad wird durch Windböen immer wieder seitlich versetzt, muss höllisch aufpassen und es strengt wirklich an. Wie eine Wand türmt sich das Velebit-Gebirge auf. So eine bedrohlich wirkende Wolkendecke habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Bei diesem Wind entscheide ich mich, die Autobahn bei Rovanska zu verlassen und an der Küstenstraße bis Rijeka zu fahren. Selbst dort bläst der Wind noch gewaltig. Ich werde immer wieder versetzt und durchgeschüttelt. Das an und für sich ruhige Meer ist ganz schön aufgewühlt. Sind das die Bora-Winde? Keine Ahnung. Ab Senji ist der Spuk vorbei und ich kann die Fahrt wieder genießen. Bei Selze übernachte ich im Camp Lana. Das Bier der Brauerei Reservoir Dogs mundet vorzüglich. Wieder ein leckeres Frühstück. Geil. Fahre über kleine, aber sehr gute Straßen durch Slowenien. Erst über den Wirsigpass und dann den Wurzenpass nach Österreich. Von Villach bis Spital an der Drau auf der Autobahn und über Linz auf die Großglockner Hochalpenstraße. Ganz hoch bis zur Edelweißspitze. Slowenien wird, denke ich, immer unterschätzt. Die Straßen dort sind hervorragend und auch die Landschaft ist toll. Berge, Täler, Flüsse, Wälder, vor allem, wenn es in die Alpen geht. Der türkisfarbenen Soča entlang, den Wirsigpass hoch, ein Genuss. Bei der Talfahrt überraschen mich die Kehren, die durchweg immer gepflastert sind. Es ist trocken, deshalb macht mir das gar nichts aus.
Von Villach bis Spital an der Drau benutze ich die Autobahn. Eine Woche zuvor gab es einen Wintereinbruch in den Alpen mit Schnee und ich will spontan entscheiden, wie ich fahre. Autobahn über Salzburg oder den Felber Tauerntunnel oder über die Großglockner Hochalpenstraße. Bei diesem genialen Wetter muss ich über die Großglockner Hochalpenstraße. Dieses Panorama lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Ich hoffe, auf der Edelweißhütte übernachten zu können. Schauen wir mal. Ganz nach oben, auf die gepflasterte Straße hoch zur Edelweißspitze auf 2572 Meter Höhe. Klasse. Ich bekomme ein Zimmer in der Edelweißhütte. Alia darf in die Garage und ich knödel mit Sauerkraut und Weizenbier sowie den Sonnenuntergang in einer unvergleichlichen Kulisse genießen. Um 7.04 Uhr geht laut Internet die Sonne auf. Das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Das ist ein so unbeschreiblich schönes Erlebnis. Mir geht regelrecht das Herz auf. Wie kann ich beschreiben, was ich fühle? Ehrfurcht, Dankbarkeit. Meine letzte Station auf dem Nachhauseweg ist Aachenkirch. Fahre über Neunkirchen am Großvenediger, aber über die alte Bundesstraße ins Zillertal und bei Jenbach hoch zum Aachensee. Wieder Sonnenschein.
aber es ist noch sehr frisch, als ich losfahre. Auf der Straße ist noch nicht viel los. Das Tal liegt noch im Schatten. Und erst auf der B165 erreicht die Sonne den Boden. Ich fahre nicht über die mautpflichtige Straße über die Kimmeler Wasserfälle, sondern nehme die alte B165, die auch ihren Charme hat, eng und kurvig. Mein letztes Bild mit Blick ins Zillertal. Dann geht auf einmal nichts weiter. Unfall. Ein LKW ist umgekippt. Ich hoffe, dem Fahrer ist nichts passiert. Nach einer Stunde Wartezeit finde ich via Google Maps ein kleines Sträßchen nach Ramsau ins Tal. Zwei weitere Motorradfahrer folgen mir. Tatsächlich haben wir den Unfall umfahren und können unseren Weg fortsetzen. Super aus. War gut an Strecke. Gut. Ja, war doch mal was. Schon gestern dort stehen, ne? Ja, glaube auch. Nach dem Kirch kehre ich, wie schon oft, beim Lechnerhof ein. Spaziere noch zum Aachensee und gehe was essen.
Endspurt. Silvenstein-Stausee, Bad Tölz, Landsberg am Lech, Augsburg, kurz über die Autobahn bis Ulm und über die Schwäbische Alb wieder zurück nach Hause. Beim Silvenstein-Stausee vertreibt die Sonne erst noch den Nebel. Sieht mystisch aus. Ein letzter sehnsüchtiger Blick auf die Berge. Und ein letzter Kaffee auf der Straußenfarm Lindenhof. Dann geht's vollends heim. Was für ein Urlaub. Knapp 3 Wochen, nur schönes Wetter. Ach komm, die paar Tropfen zählen nicht. 4710 Kilometer und 7 Länder, tolle Leute. Vielen Dank an alle, die ich kennenlernen durfte, mit denen ich nette Gespräche hatte und oder die mir in irgendeiner Art und Weise geholfen haben. Ein extra Dank geht nochmal an Georgios in Graz, Ivana mit ihrer Familie in Bedikovtina, Thomas und Klaus in Theth, Anna und Thierry auf der Südroute von Theth nach Skoda, den fremden Mann in Skoda für den Kaffee und die beiden Männer in Kukas, die kostenlos meine Alia gewaschen haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen allzeit eine gute Fahrt. Euer Jürgen.